Herzlich willkommen zu unserem heutigen Review von dem kleinen Ladegerät von ISDT Smart Charger SC608 mit 150 Watt Ladeleistung. Kann man auf dem Flugfeld draußen bis maximal 6S Akku laden. Natürlich ideal geeignet für kleinere FPV Racer Akkus, also gerade für die Tattoos oder für die SLS 4 Zeller 1500 mAh Akkus. Ja, extrem klein, passt natürlich dann auch ganz gut in der FPV-Rucksack. So, packen wir mal das Schächtele aus. Deckel runter, auf dem Deckel noch schön das Foto abgebildet oder vom Ladegerät. Oh, was haben wir dann hier? Wir haben hier eine kurze Bedienungsanleitung mit der Spezifikation des Ladegeräts, eine kleine Übersicht, wo sich was befindet und unten noch Sicherheitsanweisungen, alles in Englisch. Mehr gibt es an Dokumentation nicht, aber das ist eigentlich okay. So, dann haben wir hier das Ladegerät mit dem Display. Ich habe das Ladegerät jetzt schon ein paar Mal rein und rausgenommen. Da war auch eine Display-Schutzfolie drauf, was leider Gottes, hier ist ein kleiner Mag im Display drin. Da habe ich Pech gehabt. Gut, dann gibt es hier auf der rechten Seite einen Drehknopf zum Drücken. Mit dem kann man dann durch das Menü durchnavigieren. Es gibt an der gleichen Stelle noch einen kleinen Stecker oder eine kleine Buchse. Ich habe nachgeforscht, da kann man damit die Firmware vom Ladegerät updaten. Braucht allerdings ein spezielles Kabel dazu. So, dann haben wir hier auf der Rückseite den XT oder die XT60-Buchse für unsere Eingangsspannung. Geht wie gesagt von 9 bis 32 Volt. Auf der Unterseite haben wir einen kleinen PC-Lüfter, so einen Miniaturlüfter, der dann die Ladeelektronik kühlt. Und auf der linken Seite dann haben wir unseren Balancer-Stecker für 2 bis 6S Akkus. Und auch nochmal eine Buchse, eine XT60-Buchse für die Akkus, die man laden möchte. So, schließen wir jetzt mal unseren Versorgungsakku an. Der Einfachheit halber nehme ich jetzt mal hier einen 2200er Akku. Ideal natürlich für den Flugplatz würde ich hier so einen großen mitnehmen, so einen aus dem großen Kopter. Aber der ist mir jetzt hier zum Filmen zu unhandlich. Legen wir den mal auf die Seite. Oder machen wir ihn besser gleich ganz weg. So, dann schließen wir jetzt mal hier unseren Akku an. So, und dann kommt hier, ich hoffe, man sieht es, auf dem Display Selbsttest vom Ladegerät. Und dann haben wir hier 0 Ampere, 0 mA, schöne helle Anzeige vom Display. Gut, ich habe mal hier noch ein Adapterkabel gemacht. Auf der einen Seite ein XT60-Stecker, weil ich habe meine kleine Razer-Akkus, habe ich die XT30-Stecker. Wenn wir den mal anschließen, hier Adapter rein. So, hier habe ich einen kleinen dreizelliger 1400er Akku. Dann müssen wir hier Minus anschließen. Okay, er hat alle drei Zellen erkannt. Sehen wir schon einmal hier auf dem Display. Wir haben eine Zelle 3,79 Volt, die zweite auch 3,79 Volt, die dritte 3,8 Volt. Schließen wir mal unseren Adapter noch an. Okay, gehen wir mal hier ins Menü rein. Okay, was kann ich hier machen? Ich drehe nach unten. Wenn ich drauf drücke. Ah, okay, hier kann ich einen Task einstellen. Hier steht Charge, Discharge, Charge und Storage. Wir wollen Charger. Nächstes Menüpunkt ist ein LiPo, 4,2 Volt. Was können wir hier mehr hin? LIHV, LiPo, Lion, LIFE, PP, ein Bleiakkukamerlade und NIMH-Zelle. Okay, wir wollen ein LiPo-Lader. Drei Zelle. Ladestrom lassen wir mal bei einem Ampere. Start können wir hier ausrufen. Also starten wir das mal. Ja, und jetzt fängt der Ladevorgang an. Akku ist zu 55% voll. Ladestrom geht langsam hoch. Wir sind jetzt bei 0,7 Volt. Bei 0,7 Ampere, 1 mA reingeladen. Ja, Ladegerät, Lüfter läuft noch nicht. Also von dem her alles super. So, wir haben jetzt einige Minuten schon geladen. Gucken wir mal drauf, was wir hier auf dem Display sehen. Also wir haben hier den Ladestrom. Dann haben wir die reingeladene Kapazität. Im Augenblick habe ich 65 mA reingeladen. Ich habe hier oben noch eine kleine Bargrafik,
die mir anzeigt, dass der Akku jetzt zu 57% voll ist. Und Ladezeit sind im Augenblick, das wird hier links oben angezeigt, knapp 4 Minuten. Dann habe ich hier meine 3 Zellen, die angezeigt werden. Wenn ich jetzt hier den Drehknopf betätige, ich muss den nach unten fahren, dann zeigt er mir hier jetzt den Innenwiderstand der einzelnen Zelle an. Also Zelle 1 hat 16,4 Milliohm, 2 und 3 sind bei 18 und bei 19 Milliohm. Drehe ich nochmal runter, dann sehe ich hier, meine Eingangsspannung liegt bei 11,4 Volt. Ich habe 13 Watt aus dem Akku rausgezogen und meine Ladespannung am Akku wahrscheinlich, wo ich auflade, sind bei 11,5 Volt und habe 11 Watt reingeladen. Und die Ladegerättemperatur liegt bei 42 Grad. Ja. So, also ich werde jetzt hier mit dem Akku sehr wahrscheinlich nicht mehr weiterladen. Gucken wir mal, ob wir den Ladevorgang stoppen können. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, kann ich den Ladevorgang stoppen. Jetzt ist er gestoppt. Und ich ziehe mal hier sicherheitshalber den Akku hier wieder ab. Balancer-Stecker weg. Und jetzt auch noch die Versorgungsspannung ab. Und werde jetzt mal doch mit dem großen Akku laden. So, wir haben jetzt hier mal den großen 6000er Akku. Gehen wir mit dem rein. 3S. So, Spannung drauf. Selbsttest nochmal vom Ladegerät. Okay. So, dann Balancer-Stecker wieder ranschließen. Und das Ladekabel nochmal. Und kontrollieren wir nochmal unser Ladeprogramm. So, Charge, Lipo, 3S, Ladestrom 1 Ampere. Und Start. So, Ladestrom geht langsam wieder hoch. So, gucken wir mal. Ja, es ist hier genauso. 11,4 Volt. Das kann aber dann nicht sein. Also, was hier die Anzeige bedeutet, kann ich nur nicht genau sagen.